Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro. Wir spielen heute mal wieder mit einem neuen Deck, und zwar mit den Kuscheltieren. Kuscheltier ist, wie ich schon mal in meinem FAQ-Special, dem 100.000-View-FAQ-Special gesagt habe, eins der schlechtesten Decks, an die es gibt. Aber ich möchte sie euch trotzdem zeigen, damit wir sie abgehandelt haben und ich sie nie wieder sehen muss. Denn alles, was dieses Deck kann, ist quasi ein, zwei Fusionsmonster rauszubringen, die ich nicht zeigen kann, weil der Typ die ganze Zeit Karten gesetzt hat. Okay. Hier. Entweder den Schreckenpelz-Wolf oder den Schreckenpelz-Bär. Der Wolf ist eher das Interessante, weil mit dem kann man so oft angreifen, wie man Kuscheltiermonster für seine Beschwörung verwendet hat. Er hat allerdings nur 2000 Angriff, deswegen habe ich hier noch Fusionswaffe drin, damit er wenigstens Angriffspunkte bekommt. Und gemeinsam sind wir stark und so, wollte ich hier nicht reintun, weil wir nicht immer viele Monster draußen haben. Es ist alles ein bisschen blöd in diesem Deck. Es ist auf jeden Fall kein gutes Deck. Jo, so viel dazu. Dann überlegen wir mal, wie wir hier gewinnen können. Wir können zunächst mal hier die mittlere Backrow vernichten. Diese Backrow ist ein Sündenbock, okay. Wir spielen gegen keinen Pro normalerweise. Sündenbock habe ich jetzt noch, ich will jetzt nicht sagen, in gar keinem guten Deck gesehen, aber in wenigen guten Decks, sag ich mal. Es gibt ein paar Fun-Decks, wo die witzig sind, wie zum Beispiel Spielmarkenkontroll, was ja auch vor einer Weile mal von mir gezeigt wurde, was extrem, extrem cool ist. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er das spielt. Das hatten wir nur einmal gesehen. Ich würde ja tatsächlich gerne mit Geistertrick Alucard direkt die nächste Karte mit abräumen. Das machen wir auch, warum nicht? Und dann können wir noch hier die Verdeckte angreifen. Ich spiele mal ein bisschen risky heute. Was hat er denn da liegen? Hoffentlich noch einen Sündenbock, den er jetzt verschwendet hat. Alarmstart. Okay, wir spielen gegen Micha Phantomengeheuer. Hätte man sich denken können, muss man aber nicht. Aber egal, wir greifen den an. Und er stirbt nicht, weil er Spielmarken draußen hat. Aber er kann jetzt auch nicht viel damit machen, weil er jetzt hier erstmal zugespammt ist mit Spielmarken. Oder kann er damit welche als gut anbieten? Ich glaube nicht, oder? Ja, es muss nämlich auf Phantomengeheuer Spielmarke sein, aber er ist trotzdem erstmal unzerstörbar. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann können wir nämlich nächste Runde noch die hier wegräumen, die dritte Verdeckte. Dann hat er nämlich drei Backrows verschwendet. Oder er beschwört einfach einen Ach, der ist Empfänger. Okay, okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist natürlich doof. Denn das könnte ein Problem sein. Besonders, weil er über Alucard drüber kommt. Oh, scheiße. Und da geht die Scheiße schon los. Weil jetzt wird es schwierig, mit dem Deck noch zu gewinnen. Es ist jetzt schon schwierig. Das Problem ist einfach, dass dieser, wie heißt er? Hier, der Wolf. Schreckenspell Wolf. Nur 2000 Angriff hat. What the fuck? Das ist wie ein schlechter Benkai. Weil der bewaffnete Samurai Benkai darf so oft angreifen, wie viele Ausrüstungszauberkarten er hat. Plus einmal, plus das eine Mal, dass er sowieso angreifen kann. Und der Wolf kann halt so oft angreifen, wie er Kuscheltiermonster für seine Beschwörung verwendet hat. Und ja, Benkai hat dann durch die Ausrüstungszauberkarten irgendwie 5.000, 6.000 Angriff. Und dann ist das alles gar kein Problem, damit auch zu gewinnen. Aber mit dem Wolf, der hat nur 2.000. Wenn ich hier vor so einem Problem stehe wie dem Hyperbibliothekar, ich komme da schlichtweg nicht durch. Es sei denn, ich habe die Fusionswaffe, da habe ich nämlich 3500 ATK, das sollte normalerweise reichen. Das ist allerdings nice. Ja, ich habe eine gewisse Idee, die wir machen können. Okay, wir machen mal so. Und legen dann auf unser Deck diese Karte hier. Und dann aktivieren wir diese Karte, die bitte nicht zerstört wird. Schönen Dank. Effekt aktivieren. In dem Fall können wir uns noch was holen. Einen anderen Stufe 3er hätte ich dann gerne, damit wir hier noch auf Zizenmai-Minen gehen können und vielleicht noch eine Chance haben. Wir werden heute verlieren, also das ist schon ganz klar. Übrigens, ihr werdet diese Folge gerade wahrscheinlich heute noch sehen können, da ich gerade brutalen Schulstress habe, aber
Der Schulstress ist quasi jetzt vorbei. Ich komme nur jetzt gerade nicht direkt nach der Schule jetzt schon zu einer Aufnahme, außer diese schnelle hier kurz. Sprich, ich werde so schnell wie möglich das Bannlisten-Video machen, denn die neue Bannlist ist ja der größte Scheiß der Welt. Zumindest was ich davon bisher gesehen habe. Ich habe es mir noch nicht komplett angeguckt, aber was ich da gesehen habe, ist auf jeden Fall Schwachsinn und behindert, aber das sind wir ja gewohnt von Bannlisten und von Yu-Gi-Oh! Ihr seht schon jetzt das Problem. Wir könnten jetzt das machen. Der Wolf könnte viermal an, nee, dreimal angreifen. Aber er hat nur lächerliche 2000 ATK. Das reicht nicht, um dieses Duell zu gewinnen. Deswegen hilft uns das nicht wirklich. Der Bär kann nichts, deswegen lohnt er sich jetzt auch nicht wirklich. Also, was sollen wir machen? Ist die Frage. Das Einzige, was wir machen können, ist eigentlich echt Zen-Mines. Und Zen-Mines können wir nicht mal in Angriff legen, weil wir zu wenig Lebenspunkte haben. Das heißt, er wird uns jetzt gleich 2000 Schaden drücken mit der Superkanonenpanzerung und wir sind gefickt. Das ist dieses schöne Deck hier. Macht es nicht viel Spaß zu spielen? Ich verstehe nicht, warum man dieses Deck nicht supportet. Es bräuchte nur 1, 2, 3, 4, 5 gute Support-Karten, dann schauen wir es wieder gut. Nein, mal im Ernst, das Deck ist extrem schlecht und ja. Was noch dazu kommt, der Schreckenspelz Wolf, der kann sich auch null schützen oder so. Der ist einfach tot, sobald irgendwie eine Gefahr herrscht. Und das ist auf jeden Fall viel zu schlecht. Wenn er es jetzt natürlich schafft, mein Monster dreimal zu zerstören, war es das. So viel kann ich schon mal sagen. Und er hat, glaube ich, noch keinen. Hat er den gerade normal beschworen? Nee, er hat ihn nicht, oder? Doch, hat er. Hat er. Okay. Das heißt, er kann jetzt nicht. Ah, sehr schön. Sehr schön. Gut, dann hätten wir die Chance, nochmal Zen-Mines zu rufen. Was wir auch eigentlich tun müssen. Was ich meine, was haben wir sonst für eine andere Wahl? Ja, müssen wir eigentlich. Wir machen so. Fügen uns in unserer Hand alle Link fügen dem Spielfeld allerdings nicht dem Scherenkobold hinzu, weil ich den vielleicht noch im Deck brauche. Ich nehme lieber die andere Fremdenführerin. Und dann können wir irgendwie die Zen-Mines zerstören, ohne zu sterben? Nee, können wir nicht. Fuck. Das ist echt scheiße. Na gut, wir holen nochmal Zen-Mines. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben keine Wahl. Wir können eigentlich nur darauf warten, dass er jetzt irgendwie uns 400 Schaden drückt. Wenn er es zum Beispiel schafft, jetzt einfach auf Cowboy zu gehen oder so, ist es eh vorbei. Oder er macht uns jetzt ein Synchro hier ins Gesicht, das mit den Zen-Mines fertig wird. Ich wüsste jetzt zwar gerade nicht welches, aber gibt es bestimmt irgendwas. Kommt auf Stufe 6 oder auf Stufe 5 oder auf Stufe 7 oder auf Stufe 9. Er geht auf Stufe 5, nimmt sich Amades. Kann er damit einen Zen-Mines One-Hitten? Der Amades? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich mir noch nie wirklich drüber Gedanken gemacht, ob das geht. Wäre böse, weil dann hätten wir nur noch einen Zen-Mines mit einem Material theoretisch draußen. Beziehungsweise er wird mit, ja, er wird dann einfach nur mit Amades nacheinander die Zen-Mines wegräumen und wir haben verloren. Das Duell dauert übrigens länger als ich dachte. Ich dachte, wir verlieren schneller. Okay, jetzt kriegt er theoretisch beide weg schon. Jetzt könnte er hier auf Gojo-Wächter oder sowas gehen. Nee, auf mechanisches Insektron. Okay. Ja, wird ein bisschen schwierig hier zu gewinnen, ne? Mal sehen, was jetzt passiert. Okay, das geht schon noch gut. Hätte mich jetzt auch extrem genervt, wenn das nicht gegangen wäre. Ist er so blöd und greift dann mein anderes Zen-Mines auch noch einmal an? Ich glaube ehrlich gesagt nein. Okay, der spielt echt gut. Der spielt auf jeden Fall ziemlich gut. Da werden wir nicht viel reißen können mit diesem Deck. Scherenkobold können wir hier nochmal machen. Ja, es bringt alles nichts. Wir werden uns in der nächsten Runde
problemlos überrennen können. Und das ist schade. Das Deck hätte auf jeden Fall irgendwie das Potenzial. Es spielt sich ja auch ganz schön. Die Idee mit dem Scherenkobold und so, alles cool. Klar, wenn der Gegner die Karte Verbot hat, diese Zauberkarte, die man gerne mal side-deckt, dann ist das Deck hier vollkommen am Arsch. Weil man dann einfach Polymerisation oder keine Ahnung was, oder zum Beispiel Scherenkobold einfach verbieten kann und dann war's das. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass er das nicht macht. Dann hätte das Deck vielleicht sogar die Chance, eines von 500 Duellen zu gewinnen. Fiendish Chain, geil. Jo. Können wir jetzt so machen. Können uns den Wolf holen. Können uns einen Keks freuen, dass wir jetzt einen Wolf haben, den wir nicht in Angriffsposition legen können, weil wir sonst verloren haben. Der könnte jetzt theoretisch zwei oder dreimal angreifen. Ich habe gerade nicht aufgepasst, wie viele wir hatten. Viele Kuscheltiere. Bringt alles nichts. Wir haben verloren. Moment, er kann... Er braucht vier Angriffe. Vielleicht überleben wir die Runde noch. Wobei, der hat 100 pro Monster, ne? Ja, macht eigentlich keinen Sinn, drauf zu hoffen. Okay. In dem Fall, so ihr zieht. Aber wir haben das Deck mal gezeigt. Davon wird es auch eine Vorstellung geben. Ich meine, das Deck ist nicht schlecht gebaut. Es liegt einfach nur daran, dass das Thema total schlecht ist. Dass es nichts vorzuweisen hat, mit dem ich den Gegner irgendwie töten könnte. Sollte er halbwegs gut spielen. Deswegen kann es sein, dass in der Deckvorstellung auch ein, zwei Niederlagen drin sind. Weil es einfach schwierig sein wird, mit diesem Deck hier zu gewinnen. Weil man gewinnt damit einfach nicht. Wir haben es jetzt auch schon bestimmt 6-7 Mal im LP als Gegner gehabt. Und wir haben die dagegen verloren. Und ich meine, wir auch. Ich meine, sobald man Monster hat mit mehr als 2000 Angriff, ist das Bossmonster schon gefickt. Sollte er keine Fusionswaffe oder gemeinsam sind wir stark oder Kraft der Magie oder so haben. Aber ihr seht schon, man hat oft nur sehr wenig Monster draußen. Deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt Dingens reintun. Gemeinsam sind wir stark. Weil man schwarmt hier nicht. Und Kraft der Magie macht auch keinen Sinn, wenn man nie Karten liegen hat. Die wenigen Karten, die man hat, werden oft durch mystische Raumtefun zerstört oder man zerstört es eventuell selber, um den Effekt zu triggern, um sich Karten hinzuzufügen. Deswegen, und auch viel Backrow hat das Deck eigentlich auch nicht. Ich habe versucht, da ein bisschen Kontrolle reinzumachen, aber man braucht auch viele Monster drin, damit überhaupt dieses Vieh in der Theorie öfters mal angreifen kann. Und im Endeffekt ist das Deck, egal wie man es baut, scheiße. Deswegen, das braucht auf jeden Fall Support. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!